Hallo Leute, ciao von Andrea Ungo, unterschiedliche Ordo-Arten. Ich habe in einem von den vorherigen Video über Trading Stop gesprochen. Wenn Sie immer die neuen Videos sofort wissen wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal, ein rotes Glöckchen hier, bekommen Sie auch sofort eine Meldung, wenn es neue Inhalte gibt. Das kann in jedem Fall interessant sein und es ist auch geschickt. Das wissen Sie sofort, wenn ich wieder da bin mit langweiligen, interessanten Inhalten. Nun, Trailing Stop habe ich gesagt zweimal, einmal in dem letzten Video und einmal noch vorher, was ich generell über Trailing Stop meine und so weiter. Aber Trailing Stop ist eine Strategieorder, okay? Also ein Order in einer Strategie, eine Art von Exit. Position zu schließen und so weiter. Ordoarten gibt es in den Strategien und als, in dem Markt als Broker versand. Und die muss man ein bisschen verstehen, welche Unterschiede da gibt. Wenn ich das erste Mal die Aktien gekauft hatte, hatte ich keine Ahnung, was es überhaupt bedeutet. Und Sie können davon lesen in dem Erfolgreich traden, so geht's. Mein E-Book, das können Sie da unten bei der Webseite, können Sie dort anmelden, bekommen Sie total frei, gratis, aber es ist interessant. Dort gibt es nicht nur technische Inhalte, sondern auch ein bisschen von meiner Geschichte, wie ich am Anfang an der Börse angefangen hatte und wo ich gar keine Ahnung hatte, wie es generell funktioniert. Und mit den Orders ist es auch so kompliziert. Prinzipiell gibt es drei Orderarten. Stop Orders, Limit Orders und Markt Orders. Markt Orders ist das einfachste. Markt Order ist entweder Buy oder Sell sofort rein. Also ohne andere Bedingungen und Grenzen mit den Preisen. Ich will einfach kaufen oder verkaufen. Buy kaufen, Sell verkaufen. Also Market sagt, kaufe, es interessiert mir nicht, welcher Preis ich zahlen werde. Das geht am Markt rein, Market. Das kann natürlich gefährlich sein, wenn der Markt dünn ist. Mit den größeren Märkten ist das kein Problem, entweder Euro, US-Dollar, Forex oder Mini-S&P oder auch DAX. Aber mit anderen Märkten, nehmen wir an Orange Juice oder so, diese sind ziemlich dünn, da gibt es nicht so viele Kontrakte. Und wenn man einfach Markt kauft ohne Grenze, kann man auch vielleicht eine sehr schlechte Ausführung bekommen. Stop Orders, das bedeutet nicht Stop, wie wir das vielleicht verstehen könnten, wenn man nicht unbedingt so fortgeschritten ist im Börsenhandel. Stop Orders bedeutet kaufen oder verkaufen, wenn die Preise ein bestimmtes Niveau erreichen. Und von dem Niveau, es ist egal, höher oder niedriger beim Sell, aber ich will rein. Stop bedeutet, kaufe, wenn es zum Beispiel 10 erreicht und ohne Grenze kaufe. Es ist ähnlich zum Marktorder, aber es hat eine Bedingung, wenn es erstmal ein Niveau erreicht, ein Niveau, was noch zu erreichen ist, nach oben oder nach unten, nach oben zum Kaufen und nach unten zum Verkaufen. Das heißt, jetzt ist es 9, wenn es 10 erreicht und handelt, dann sofort bei. Oder es ist jetzt 9, wenn es 8 erreicht, sofort verkaufen, ohne andere Bedingungen einfach rein. Das heißt, wenn ein bestimmtes Niveau erreicht wird, dann ein Markt Buy oder ein Markt Sell. Also Stop ist ein Marktorder plus die Bedingung von dem Niveau, der erreicht wurde. Limit Orders sind die, vielleicht wir besser verstehen als Psychologie, das sind die Orders an einem bestimmten Preisniveau, wo wir einfach kaufen wollen, aber wo wir nicht mehr oder weniger beim Verkauf zahlen wollen. Das heißt, wir sind bei 9, ich will bei 8 kaufen, dann stelle ich mich wieder einen Limit-Order bei 8 rein und ich warte. Wenn die Preise mich erreichen, kaufe ich. Aber ich zahle maximal 8. Vielleicht zahle ich weniger in irgendwelchen Fällen, wenn es vielleicht morgen in ein Gap-Down öffnet oder so. Aber generell zahle ich nicht mehr als 8. Also Limit ist ein Limit zu dem Preis, den ich zahlen will oder bekommen will, wenn ich das verkaufe. In dem Fall ist es kein Marktorder, weil wir dort warten und wir wollen nicht mehr als den Preis bezahlen.
Diese Orderarten können auch zusammengemischt werden. Da gibt es Stop-Limit-Orders, das heißt, Niveau erreicht, ich kaufe, aber ich setze eine extra Bedingung rein, Limit, ich will nicht mehr als bla 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 zahlen. Das heißt zum Beispiel, Stop 10, Limit 10.10. Ich werde ein Käufer sein, nur wenn es 10 erreicht, aber ich will nicht mehr als 10.10 zahlen. Oder sogar noch normalerweise sagt man 10 und auch 10 ist das Limitniveau. Also ich will reinspringen als Long-Einsteiger, aber ich will nicht mehr als ein bestimmtes Preis zahlen. Stopp, wenn mein Order losgeht, aber nicht mehr Markt, wie es am Anfang reiner Stopp-Order hat, sondern Stopp-Limit. Also ich gebe auch eine Limit-Bedingung zu meinem Order. Das ist nicht in alle Märkte möglich, zum Beispiel auf Eurex, DAX Future, kann man nicht mit Stopp-Limit-Orders handeln. Der Markt Eurex akzeptiert Stop-Limit nicht, nur reine Stop-Orders. Dann können Sie sagen, nein, nein, ich habe Stop-Limit benutzt. Ja, das kann man nutzen. Bei einigen Brokers, zum Beispiel Interactive Brokers, wo ich mein Hauptkonto habe, akzeptiert das. Aber in dem Fall, Stop-Limit-Order auf den DAX Future, bleiben auf dem Server von Interactive Brokers und nur, wenn alles läuft, werden als Limit-Orders am Markt gesendet. Also die Stop-Limit-Bedingung wird vom Broker gehandelt und nicht im Markt direkt, wie es zum Beispiel beim Mini-S&P auf dem CME Globex funktioniert. Das sind die größten Markt-Orders, die wir kennen. Diese bauen auch die Strategien-Order, die wir normalerweise kennen. Bei einer Breakout-Strategie, beim Ausbruch, handelt normalerweise mit Stop-Orders oder mit Stop-Limit-Orders. Eine Counter-Trend-Strategie, eine Mean-Reversal-Strategie, die bei dem tiefen Kauf oder bei den extremen Kursen verkauft, die handelt normalerweise mit Limit-Orders. Die wartet da unten oder da oben. Da unten zu kaufen, da oben zu verkaufen. Eine BIA-Strategie, die nach Saisonals arbeitet, also die in dem Moment kauft, weil es normalerweise gezeigt hat, dass von dem Moment bis die nächsten 7 Stunden dieser Markt steigt, dann kauft an dieser bestimmten Uhrzeit und verkauft 7 Stunden später. Diese normalerweise arbeitet mit Market Orders. Genau um 7 Uhr kauft die Strategie und um 14 Uhr, Beispiel natürlich, verkauft die wieder. Sofort rein, sofort raus. Das sind Market Orders. Also bei Breakout, Trend Following Strategie normalerweise Stop Orders. Bei Reversal Strategie normalerweise Limit Orders. Bei Bias Strategie normalerweise Market Orders. Das sind natürlich nur einfache Beispiele. Das gesamte Szenario kann wohl mehr kompliziert sein, aber damit man die generelle Struktur von diesen Strategien funktioniert, kann man so verstehen wie mit diesem einfachen Beispiel. Es gibt dann ganz andere bestimmte komplizierte Orderarten, die man nutzt in einigen Strategien, zum Beispiel MIT, Markt If Touched. Das ist eine Situation, wo wenn ein bestimmter Preis einmal gehandelt wird, nur ein Kontrakt, also If Touched, dann kommt ein Marktorder, dann geht er sofort rein. Beispiel, Mini-S&P 500, gibt sehr viele Kontrakte an jedes Niveau. Wir wollen aber einkaufen und wir wollen sicher sein, im Markt zu kommen. Wenn wir jetzt bei 2150 warten, dann sind wir nicht sicher, dass wenn die Preise zu 2150 runterkommen, werden wir sicher ausgeführt an dem Niveau. Dann setzen wir ein Markt-If-Touch-Order bei 2150 und sobald ein erster Kontrakt dort gehandelt wird, senden wir ein Buy-Order. Wir werden in dem Fall fast sicher nicht bei 2150 ausgeführt werden, sondern einen Tick höher, weil wir sofort reinspringen und normalerweise sind noch andere Kontrakte da, aber wir sind sicher im Markt rein, weil wir unbedingt rein wollten, das war unsere Idee. Es gibt auch diese Fill or Kill Orders, entweder wird das ganze Order ausgeführt oder gelöscht. Andere Arten, aber die sind nicht so wichtig. Die wichtigen sind Stop, Limit und Markt.
Das sind die Roadmaps, die Sie kennen müssen, wenn Sie anfangen wollen, in der Börse zu handeln. Wenn Sie die Unterschiede nicht kennen, dann haben Sie große Schwierigkeiten und Sie müssen unbedingt mehr lernen. Etwas anfangen zu lernen, mein Handbuch, erfolgreich traden, so geht's, total frei, können Sie bei der Webseite da unten runterladen und gerne lesen und auch kommentieren, warum nicht. Leute, das war's. Ich hoffe, das war in jedem Fall hilfreich und wir treffen uns wieder nächstes Mal. Ciao von Andrea Uhl. Ciao.